Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Landwirtschaftssimulator 2013. Mein Name ist Garderol und ich freue mich, dass ihr wieder den richtigen Kanal gefunden habt. So, wir haben hier ein bisschen gesät. Jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, das Zipfelchen hier unten, das müssen wir noch machen. Das dürfte nämlich noch nicht fertig sein. Ja, wir sind in der finalen Phase dieser Map sozusagen. Wir sind davor, die dicken Maschinen zu holen. Wir sind davor, alle Felder zu kaufen. Nein, Quatsch. Das werden wir kaum noch schaffen. Aber ich plane durchaus so, euch noch einmal Dankeschön zu sagen und deshalb noch ein paar extra Folgen hier aufzunehmen von diesem fantastischen Spiel, womit wir ja im letzten Jahr so viel Freude hatten. Und ja, das habt ihr verdient als die besten Zuschauer der Welt. Da werde ich auch nochmal in einer Kürze nochmal ausführlich auf die ganzen Kommentare eingehen, die mich da so erreicht haben und so. Also das auf jeden Fall, ne? Jetzt ist die Frage, ob wir dieses Feld erst ernten und dann sofort mitsehen oder ob wir die Felder hier sofort verbinden und wie wir die verbinden. Aber irgendwie würde ich das schon gerne machen. Was kostet das Feld denn? Welches Feld ist denn das hier? So, wir sind bei der BGA. Irgendwie werde ich hier gerade nicht schlau raus. Das müsste 21 sein, ne? Feld Nummer 21 kostet 20.000. Mhm. Aber da stehen auch diese blöden Büsche da im Weg und so, ne? Das müssen wir auch berücksichtigen. Naja, gut. Lassen wir das erstmal weiterfahren und schauen mal, ob wir dann mit dem Mähdrescher weiterkommen. Den wollen wir auch noch haben. Und vielleicht auch noch ein bisschen... Ja, mit den Ballen können wir nichts Gescheites anfangen mit dieser Map. Ich hatte das in den Kommentaren gefragt. So richtig wusste da auch niemand Rat. Dann müssen wir hier auf jeden Fall dann wieder säen. Und... Ja... Dann sind wir auch hier in diesem Erntezyklus durch. Na, komm mal her. Achso, da muss ich erstmal. Warum lädt er jetzt nicht ab? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah. So knapp. So. Da stimmt irgendwas mit dem Plan nicht hier. Was ist denn da los? Ich hatte, wie gesagt, Probleme mit dem Safe Game. Ich hoffe, dass das jetzt nicht das halbe Spiel zerschossen hat. Aber gut, es ist ja eh das Letzte, was wir tun werden hier. Von daher gesehen, ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. So, wenn wir hiermit fertig sind, dann muss der Charlie hier dann auch mal die anderen Felder säen, einsehen. Können wir denn hier noch ein bisschen abladen? Sollen wir ein bisschen Geld bekommen? Ist der Bunker wieder voll? Falsche Taste. Nehmen wir die so lange. Ja, diese Mod wahrscheinlich auch bei euch sehr, sehr gut angekommen. So, Charlie, was ist denn jetzt wieder hier? Sollen wir jetzt überlegen, den Einmähdrescher hier verkaufen, das Getreide hier verkaufen. Kommen wir dann schon irgendwie an Stand, dass wir weiterarbeiten können? Ich denke nicht, oder? Ich denke eher nicht. So, der fährt auch so ein bisschen besoffen hier mit seinem Federstatt. Das finde ich schade, dass der halt nicht so genau arbeitet. Haben wir denn überhaupt eine vernünftige Sämaschine noch für die anderen Sachen? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Den Express. Aber kein Trecker mehr frei dafür gerade. Wir müssen mal sehen, dass wir hier fertig werden.
Was hat er jetzt? Ah! Auch nicht schlecht. Ja, dafür bräuchte man den Forstmod. Da müssten wir hier mal ordentlich Baumstümpfe fräsen. Da gibt es ja eine Fräsmod. Das habe ich, glaube ich, in meiner... Ihr wisst ja, dass die derzeit beliebtesten Vorstellungen und Tutorials ja auch in meinem Kanal sind für die Forstmod. Also sehr, sehr kompakt alles erklärt, wie das funktioniert. Und da habe ich diese Fräse, habe ich gar vergessen. Da müssen wir mal gucken, dass wir, wenn wir jetzt noch ein paar Multiplayer-Folgen machen, dass wir die dann mit hinzunehmen. Sonst ist es ja nicht vollständig, nicht? So, was hast du jetzt für ein Problem, mein Freund? Fahren wir ein bisschen näher ran hier. So. Naja, wir könnten auch mit dieser Maschine hier sehen, aber... Die ist ja gerade noch beschäftigt. So. Dann noch einmal eine Runde fräsen hier. Sehr schön. Ja, die Mod habe ich ja auch schon vorgestellt, beziehungsweise euch ausführlich erklärt in den letzten Folgen. Ja, und die nimmt uns viel von dem Hassel ab, den wir bisher immer hatten hier mit unserem... Wir haben uns zumindest gespart, dass wir hier nicht mehr mit unserem... dass wir für teuer Geld einen entsprechenden Schaufellader, beziehungsweise den Manitou hatten wir ja, glaube ich, dass wir den kaufen müssen. Das haben wir uns hier halt geschenkt. Warum auch nicht? Hat sich ja letztlich als gute Entscheidung erwiesen. Vor allem kriegen wir mit auch die ganzen Silos leer, wo wir dann auch Getreide drin hatten. So, wenn das Feld dann vorne gleich fertig ist und der Mähdrescher fertig ist, dann lassen wir kurz die Zeit verlaufen und können dann sofort wieder mit der Maisernte weitermachen und uns überlegen, wie wir dann da rangehen und was für Mähdrescher wir kaufen, weil ich glaube, dass so in dieser Abschiedsstaffel der Class Lexion, der etwas kleinere, den wir da hatten, den hatten wir glaube ich noch nicht, aber ist ja irgendwie dazu gehört, dass wir Class benutzen. Das ist glaube ich gesetzt, oder? Nicht Gesetz, sondern gesetzt. So. Wollen wir eben den Mähdrescher leer machen hier. Was ist, der ist natürlich wieder... stehen geblieben, weil er vom Baum steht. Guck mal, da vorne diese kleine Kapelle mit dem Garten davor. Ich weiß nicht, die habe ich gar nicht so richtig gezeigt, ne? Wir sind da immer dran vorbeigehuscht. So, machen wir die noch eben leer hier. Ja, und dann sind wir fertig mit Ernten. Das ist sehr schön. Ich hoffe, dass das jetzt wieder funktioniert. Dann können wir, wenn wir oben fertig sind mit Sehen, die Zeit vorlaufen lassen. Können dann parallel hier sehen und gleichzeitig Mais ernten. Also hier ist irgendwas definitiv kaputt. Seht ihr das? Da stimmt was nicht. Das kann jetzt am Mähdrescher liegen. Das kann daran liegen, dass ich in einem Safe-Game rumfuhrwerken musste, weil die Maschinen nicht mehr richtig luden. Ja. Aber das wird ja wahrscheinlich eh dann das letzte hier seiner Art sein. Dann passt das. So, der Freund hier hat sich auch wieder festgefahren. Dem müssen wir auch nur noch einmal helfen. Ja, so, dann 114.000 und was wir da noch aus der BGA jetzt rausbekommen, das kurzfristig halt rausbekommen. Schauen wir mal. So, Kollege, dann ist das hier deine letzte Runde. Den hier können wir nochmal auskippen. Das Problem ist, dass die Bunker Capacity Mod natürlich auch zeitgebunden ist. Also so viel... beziehungsweise, ich glaube, ich habe die hier gar nicht drinne. Weil irgendwie kann ich den Bunker ja nicht endlos voll machen. Das habt ihr ja schon gesehen in den letzten Folgen. Deswegen müssen wir hier dann ab und zu nochmal häufiger schaufeln. Beziehungsweise vielleicht auch einen größeren Kipper nehmen, wo das halbe Silo drin verschwindet. Irgendwann mal. Ähm.
Wir landen jedenfalls nicht bei einem Betrag, wo wir einen großen Glas bekommen können. Das ist aber nicht schlimm. Hauptsache, wir werden den Matador dann los. Was eigentlich ein schöner Drescher war, aber hat sich jetzt auch ein bisschen überholt, finde ich. Und sehr schön übrigens, dass man dann mit diesem Gerät dann auch nicht das einfach hier stehen lassen kann und weiterlaufen lassen kann, währenddessen was anderes macht. Das wäre ja zu einfach, ne? Man muss schon hier dabei bleiben. Dafür muss man es selber machen. Also eine schöne Balance, habe ich glaube ich schon mehrfach gesagt, zwischen nicht schaufeln müssen und das trotzdem irgendwie hier rauskriegen, ohne dass man da sich jedes Mal einen abbricht. So, 100, dann schauen wir mal. Mods nach Gerätetypen. So, wir hätten da den 600er. Mit dem liebäugel ich ja quasi. Den gibt es einmal als TT und einmal als normale Version. Und dazu dann das Vario 1200 halt, damit sich das ein bisschen lohnt. Das heißt, wir müssen sparen auf... Naja, den TT möchte ich nicht. Möchte den normalen haben. Weil der TT natürlich geil aussieht, aber... das gibt unser Budget nicht her. Also, 165.000 plus das Schneidwerk Vario 12. Da kommen wir schon weiter mit. Die Alternative ist der 770er Terratrack. Nee, ist nicht. Den Matador können wir verkaufen. Da kriegen wir nicht mehr so viel Geld für. Der Jaguar... Nee, welcher ist es denn? Der 750 ist der hier. Der Dominator, den haben wir schon durch. Die Fans sind zu teuer, da kommen wir nicht ran. Einen ganz alten Fortschritt könnten wir mal nehmen, spaßeshalber. John Deere will ich nicht. Den Class Mega, den haben wir auf der alten Map gefahren. New Holland. Könnte man vielleicht mal drüber nachdenken. Könnte man vielleicht mal machen. Also, 200.000 ist das Ziel. Wenn wir jetzt mit Getreide und so dahin kommen, dann fahren wir auch gleich den Drescher weg. Während wir hier weiter ernten. Denn das Feld ist fertig. So, das heißt, wir können den hier mal sein Röhrchen einfahren. Dann fahren wir den mal an die Seite. Da überlege ich gerade, mit welchem Trecker wir dann abfahren. Ich würde fast sagen, mit dem großen fahren wir ab und mit dem kleinen ziehen wir die Sämaschinen. Das heißt, wir fahren jetzt erst noch diesen Kram hier weg. Ich nehme mal an, Aveva ist wieder der günstigste Preis. Da fahren wir auch mal hin. Oder der beste Preis für uns. 166.000, das könnte spannend werden, durchaus, dass wir dann in Kürze einen schicken neuen Mähdrescher haben. Und wenn wir mit dem hier abfahren, haben wir 20.000er Tank, naja... Wir mal schauen. Übrigens, ich brauche mich hier nicht an die Richtungszeichen zu halten. Ich habe den Laden gekauft. Nicht, dass ihr wieder schimpft mit mir, ne? Karol, aber ein anderes, du darfst da nicht so rumfahren. Und das wird spannend, liebe Freunde. Das wird wirklich sehr, sehr spannend. Das wird spannend. Das wird spannend. Ja, wir werden uns den Mähdrescher leisten können. Sehr, sehr gut. So, mit dem fahren wir jetzt ab hier. Weil ich habe den Eindruck, dass wir mit dem hier besser über das Feld kommen. Achso, jetzt darf ich hier eigentlich auch nicht rausfahren, ne? Ja, ja. So, das heißt, während wir dann da oben ernten. Und ich glaube, das ist auch die erste Ernte mit vernünftig gedüngt, oder? Das Schöne an dieser Map ist übrigens nicht nur, wie wunderschön die gestaltet ist, sondern auch, wie kurz die Wege sind, wenn man von A nach B muss. Das gefällt mir. So, da ist die andere Sämaschine, die müssen wir uns gleich schnappen. Mit welchem wir das machen, weiß ich noch nicht. Der Düngerstreuer, da müssen wir noch Dünger streuen, natürlich, richtig. Und da ich ja nicht im Lotto gewinnen will, wie das andere Let's Player tun, werde ich halt gleich die Zeit mit euch gemeinsam vorlaufen lassen, dass ihr seht, da wird zwischendurch kein Schmuh gemacht. So, Drescher abtanken und welchen Weg... Ist das schon hier die richtige Strecke? Ich denke mal schon. So, den hier, den brauchen wir dann zum
Den Trecker werden wir dann nehmen zum für zum die Seemaschine ziehen. So, das heißt, den Kipper und so können wir hier lassen. Den brauchen wir nicht mehr. Für den Moment zumindest nicht. Und dann haben wir doch bestimmt irgendwo hier ein Gewicht hingeschmissen. Das ich jetzt nicht wiederfinde. Hm. Wir haben zu wenige kleine Trecker, wo man mal ein bisschen was mitmachen kann. So, wir bringen jetzt erstmal hier die Maschinen zum Einsatz, weil stillstehende Maschinen... Erstmal dich machen wir aus. Weil stillstehende Maschinen kosten Geld und bringen nichts. Und ich wurde übrigens korrigiert von euch. Da sieht man wieder, wie verwirrt ich bin. Ich habe zu diesem Jaguar, hier habe ich offensichtlich wirklich eine Mod-Vorstellung gemacht. Dann bitte ich die Fehlinformation diesbezüglich zu entschuldigen. Und habe den auch damals schon wunderschön gefunden, muss ich sagen. Ohnehin ja, Maschinen von Klaas ich irgendwie mag, obwohl sie grün sind. Eigentlich müsste ich ja lieber New Holland fahren, die sind gelb. So. Anpassungsfähige Verkehrsschilder mag ich auch sehr. Da wir aus den letzten Folgen gelernt haben, machen wir natürlich jetzt ein schickes Vorgewende, das machen wir selber. Die Reihenfolge heißt jetzt also kurz die Zeit vorlaufen lassen. Dann Vorgewende machen, dann laufen lassen mit Curseplay und währenddessen dann schön die Felder neu säen und so weiter und so fort. Den müssen wir auch noch wegfahren. Den könnten wir auch zum Sehen nehmen, aber wir wollen natürlich da unten kein Mais sehen, oder? Wollen wir da unten auf einem größeren Feld nochmal Mais sehen? Ich weiß es nicht. Der hat den Vorteil, dass der... relativ klein, wendig und schnell ist. Wir müssen die Maschinen ohnehin von hier wegfahren, weil hier ist die Einfahrtsschneise, die Einflugschneise von dem Curseplay-Kurs. Oh, und hier ist der alte Fendt. Das ist eine klasse Sache. Seit wir den übrigens drin haben, stimmen die Safe-Games nicht mehr. Vielleicht liegt es daran, ich weiß es nicht. Wäre sehr, sehr schade. So. Okay, dann wollen wir mal. Erstmal schauen, dass wir auch wirklich alles richtig haben. Feld 22 ist, genau, das haben wir frisch gesät. Die anderen Sachen müssen wir, also, Moment, 7 und 8 müssen wir noch ernten. Ach du Kacke, das habe ich total übersehen. Ja, das könnten wir aber dann direkt versuchen, mit dem großen Mähdrescher zu machen, ne? Deswegen verkaufen wir den mal. Oh Mann, bin ich verwirrt. Das heißt, wir können jetzt parallel sehen und ernten. Und schauen, ob das Geld dann reicht. Wenn jetzt das Geld nicht reicht für den neuen Mähdrescher, dann haben wir ein Problem. Beziehungsweise, lasst mich kurz überlegen. Wie machen wir das dann? Dann, naja, hätte ich gesagt, wir müssen was mit dem Stroh machen. Das Problem ist, geht aber nicht, weil wir können uns nichts mehr kaufen. Und wir haben keinen Mähdrescher mehr zum Ernten, ne? Wir schauen mal, was wir für den bekommen. 210.000 brauchen wir. Richtig. 65 plus 46. Ich habe aber bestimmt noch irgendwas, was ich verkaufen kann. Gewichte oder so. Zur Not. Weil, ach so, dann haben wir natürlich jetzt das Problem, jetzt ist der Trecker mit dem Hänger wieder oben. Toll. Toll, toll, toll. Danke, dass Sie auf die Seite gegangen sind. Ja, das ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Haben wir denn noch irgendwas im Lager drin, was wir vielleicht, ups. Was mache ich denn hier? Haben wir vielleicht was im Lager drin, was wir... Aber was? Zuckerrüben. Zuckerrüben. Wir haben Zuckerrüben in der, im Lager und wir können die in der... Aber was? Können wir die günstig verkaufen. Das machen wir in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, Gardehol spielt Landwirtschaftssimulator 2013. Bald spielt der Gardehol Landwirtschaftssimulator 2015. So viel steht mal fest. Bis dahin möchte ich euch natürlich weiterhin hier perfekt
perfektestens unterhalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen in dieser Folge und wir sehen uns im nächsten wieder. Dann schauen wir mal, ob das sich ausgeht hier. Ich bin da sehr gespannt. Wir riskieren das einfach mal. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis bald.